Oh, geil! Neuer Begleiter. Warte, hier. Erstmal. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plants vs. Zombie Neighbor Battleville irgendwas. Ja, Battle for Neighborville. So, in der letzten Folge haben wir ja hier Major Kamelle getroffen und auch die einzelnen Aufgaben von ihr gemacht. Diese ganzen kleinen Plüschfiguren da abgelaufen und die Quests dann erfüllt. Das waren aber alles eher Tutorial-Missionen. Ja, jetzt machen wir mal ein bisschen was anderes. Jetzt können wir eigentlich richtig ins Spiel reinstarten. Ich schau mal kurz hier rein. So, wir haben ja hier diese Position, wo ich mir anzeigen lassen kann, was alles so in der Nähe ist. Unten Schwindelpark haben wir ja schon gesehen. Da sind ziemlich viele andere Spieler gewesen. Oder was heißt ziemlich viele eigentlich? Ist da nichts abgegangen und ich bin den Leuten einfach bloß hinterhergerannt. Ja, was machen wir denn jetzt? Umkleide? Brauchen wir nicht. Weltoptionen, da kann man eigentlich bloß in den Einzelspieler gehen oder in eine private Lobby. Teamwechsel, haben wir ja gesagt, wollen wir erstmal nicht. Dampfi, Reise zum Steilkönig. Joa, keine Ahnung, was das ist. Reise zum Stadtzentrum, das hatte ja hier Kamelle erst noch gesagt, dass wir sie im Stadtzentrum treffen sollen, um dann die Quests weiterzumachen. Ich würde auch sagen, das machen wir gleich als nächstes. Siegestafel anpassen. Ja, XP brauchen wir nicht. Beförderung. Verdiene neue Upgrades. Da würde ich sagen, schauen wir noch mal kurz rein, weil das hatten wir in der ersten Folge noch nicht gesehen. So, wir haben ja schon ein paar Level mit dem Erbsenwerfer gemacht. Unsere kleine Erbsenkanone. So, Charakter befördern. Mach mal. Ah, alles klar. Okay, Level 10. Das haut ja noch nicht ganz hin. Wir sind jetzt Level 7. Beförderung. Befördere Charaktere, die Level 10 erreicht haben. Jeder Charakter kann bis zu 5-mal befördert werden. Mit Beförderung werden Upgrades freigeschaltet. Okay. Oh, Level 9. Ah, da fehlt uns ja nicht allzu viel. Dann würde ich sagen, driften wir jetzt nicht ab, um noch ein paar EP zu sammeln, sondern wir gehen ins Stadtzentrum. So. Die Zombies entfesseln den Boogie im Stadtzentrum. Hilf mir, sie aufzuhalten. Alles klar, Kollege. Ja, schön, dich auch zu treffen. Vivian. Ich weiß, wie ich aussehe und schäme mich angemessen. Drittens, Hilfe. Alles klar. Neighborville's Stadtzentrum wird angegriffen. Die Zombies fangen Pflanzen mit komischen Gadgets ein, die sie zum Tanzen zwingen. Wenn alle Pflanzen gefangen werden, sind die Menschen vollkommen schutzlos. Ich war so lange gefangen, dass ich jetzt so aussehe. Ich wache sogar tanzend auf. Oh Mann, du arme Sau. Wenn du helfen willst, dieses Wohnmobil namens Penny kann dich ins Stadtzentrum bringen. Oh ja. Triff dich dort mit Major Kamelle, um einen Plan zur Rettung der Stadt zu schmieden. Bitte gib dein Bestes. Ach Mist, hab schon wieder die Hände voller Glitzer. Ja, das ist auch ein Problem, wenn ich in einem Etablissement wäre. Ja gut. Hauptregion Belohnungen. Schade, gibt es hier nichts für die Erbsenkanone? Na gut. Extra Sonnenhügel im Stadtzentrum. Gönnen wir uns das doch mal. Und ein Ladescreen.
Ich hoffe mal, das spielt sich in dem Modus jetzt ein bisschen besser, weil im Stadtzentrum habe ich ja schon gemerkt, dass da so ein leichter Lag drin ist. Mal gucken, wie das Spiel hier so performt. Ob das jetzt gegen KI ist, ob das wieder eine öffentliche Lobby ist. Das kann ich ja schlecht sagen. Hoffen wir erstmal, dass es KIs sind. Ah, Major Kamelle. Yippie, du bist hier. Ich habe eine gefährliche Mission, die ich dir unbedingt auftragen will. Okay, Boogie-Wetttanzen. Die Schlacht um Neighborville ist kein Nichtschwimmerbecken. Also zieh deine Badesachen an und stürme Mr. Alte Schules Club, ja, Superdome. Alles klar. Was bekommen wir? Ein Rasenmäher, eine Medaille und 5000 Geld. Alles klar. Mr. Alte Schule. Okay. Rikutilein, dein Training ist vorbei. Du wirst im Stadtzentrum gebraucht. Ein Zombie namens Mr. Alte Schule überzieht die Stadt von seinem exklusiven Club aus mit Boogie-Fahren. Tritt eine Pflanze da rein, muss sie unweigerlich tanzen für immer. Landen wir alle in der Falle, sind die Hirne der Stadt frei wild. Ich brauche deine Hilfe, aber keine Sorge, ich gebe dir keinen Auftrag, den du nicht erledigen kannst. Deine erste Mission, gehe zu Mr. Alte Schules exklusiven Club und stoppe ihn, um uns alle zu retten, okay? Kriegen wir hin, na klar! Oh, die erste gefährliche Mission, das kommt später in mein Fotoalbum. Ach, diese Texte, ey. Ein bisschen aufgesetzt, das Ganze. So, geben wir mal Hackengas. Können wir noch ein bisschen schneller. Damit können wir auf jeden Fall höher springen. Boogie Party. Kann ich dir irgendwie helfen? Hier, fress das. Sehr schön. Komm schon. Bist du wieder frei? So, haben wir einen Kollegen schon mal gerettet. Verfolgt er uns jetzt? Oh, das ist ja super. Das ist ja klasse. Können wir uns so eine kleine Gang hier zusammensuchen? Aber wäre jetzt natürlich schön, wenn hier noch irgendwo einer wäre. Gott, was brummt denn hier so? Guck mal da rein. Natürlich, Geld im Mülleimer. Wie sollte es anders sein? Da habe ich doch was gesehen. Ach, ein Fernseher. Ja. Hier scheint es wohl keinen weiteren Kameraden zu geben. Dann gehen wir mal hier rein. Keine Ahnung, wofür die... Achso, Deppy Dave hat ja immer irgendwas mit Koritis gehabt. Gucken, inwieweit das hier auch wichtig ist. Als Währung oder ob das jetzt Heilelemente sind. Verzieh dich, Langweiler. Ach, Menno. Türsteherbot wurde programmiert, um coole Zombies reinzulassen. Du bist ganz klar uncool und kein Zombie. Zieh Leine. Ey, voll diskriminierend. Ich wollte doch auch unbedingt Party machen. Also ich finde dich cool. Komm zurück in die Basis. Okay. Ja, das war doch dann mal ein kurzer Abstecher. Tolle Mission. Oh, geil. Neuer Begleiter. Warte, hier. Erstmal. Oh. Rapid Fire! Wuhuuu!
Und der Disco King ist auch tot. Ey, der Rasenmäher. So, den Rasenmäher gerettet. Ich seh nix. Ich seh nix. Ja, Geld ist immer gut. So. Na komm, fahr weiter, Kleiner. Wein machst du das super. Du bist aber ein toller Rasenmäher. Ich nenn dich Bobo. Und da vorne ist eine Sonnenblume, die wir retten können. Komm, pure Gönnung. Brauch noch ein paar Kollegen. Ja, moin. Er freut sich. Komm, ich auch. Yeah. Herausforderung abgeschlossen. Ich hätte es jetzt gar nicht so schnell sehen, was wir da eigentlich gemacht haben. Rambazamba! Ähnlicher Baum. Das hatten wir doch in der letzten Folge schon mit Wegrennen. Los, Bobo. Gib Gas. Echt jetzt? Du bist hier hinten lang gefahren wegen dem Fußgängerüberweg? Ist das dein Ernst jetzt? Warum? Oh Mann. Game-Logik. Absolute Game-Logik wieder. Hey, nein! Mein Kunde! Ich kannte ihn bloß ein, zwei Minuten, aber er wird mir jetzt schon fehlen. So. Auftrag erfüllt. Die Türsteher sind von Z-Tech. Natürlich halten sie nur Zombie-Zeugs für cool. Aber dieser Rasenmäher, auf den die Zombies so stehen, hat mich auf eine Idee gebracht. Die wird die Türsteher umhauen. Zeit für Operation Runderneuerung. Wenn wir Mr. Alte Schule erwischen wollen, müssen wir den Rasenmäher wie den coolsten Zombie aller Zeiten auftun. Vielleicht klaust du seinen modebewussten Freunden ihre swaggy Accessoires. Barons Hut, Yetis Schmuck und Sensei Ziegenbart. Eieieiei. Wie soll das denn nachher aussehen? Dann klebe ich diese coolen Accessoires mit Glitzerkleber an den Rasenmäher und erwecke so den Unglaublichen. Oi. Eieieiei. Da fässt du dir doch an den Kopf. So. Wie kommen wir jetzt an die Teile? Ist klar. Auftrag, Geschäft. Okay, gehen wir da erstmal hin. Oh.
Ah, hier kann man seine eigene Verteidigung aufbauen. Kostet mich das irgendwas? Nein, anscheinend nicht. Dann machen wir das mal so. Was ist das hier? Ach, Göttchen. So. So. Da sind wieder Gegner. In dein Mund. Zwei Auftraggeber. Ein neuer Rekrut und ein Freund. Komm her, du Racker. Ja. Oh, ein cooler Hut, ja. Ach komm, gönnen wir uns das doch mal, ne? Baron Rock'n'Roll. Mein Name ist Maisie Mais und ich verrate dir was. Ich bin cool und fresh und krass. Yay, Hacky-Sack. Das ist ja richtig fresh. Boah, das ist ja sowas von 2000er. Oder wenn ich kiffen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch noch Hacky-Sack spielen. Das ist doch so ein Kiffer-Utensil, oder nicht, ne? Bei uns an der Schule haben wir immer die ganzen Kiffer mit den Hacky-Sacks gespielt. Ja, freut mich. Schön, Sie kennenzulernen. Und, kannst du was? Hier, friss mal das. Jetzt hat er sich... Aua. So, Kollege. Ah, neben mir. Tada! Ja, tada. Ah, der macht aber gut Damage. Gar nicht richtig verstecken würde. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Energie. Was hat er jetzt vor? Er schießt schon wieder mit seinem Laser. So, ich bin dann mal weg. Ja, er trifft mich aus der Position, aber ich ihn nicht. Junge, lass das mal. Hey, lieb sein. Ich hab dir gar nichts getan. Okay, was? Der Fledermaus-Schocker. Alles klar. So. Umlauf und Zeit. Muss ich jetzt in dem Bereich hier bleiben? Ja. Machen wir das mal anders. So. Bam, 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 bam. Los, Leute, kommt her. Traut euch. Oh, verdammt, jetzt mein MG leer. Nein, nein, nein. Leute, lieb sein. Ihr dürft alle mal. Es gibt genug für jeden. Ah, jetzt kommen wieder die Fledermäuse. So gut wie in diesem Kreis bleibt. Oh. Jetzt habe ich aber auch hier richtig reingeschieden. Tschüss, Kollege. Ja, nice. Was macht der Baron hier? Sieh dich um und finde es heraus. Während du herumschnüffelst, finde ich heraus, wie man hier wegkommt. Okay. Ja,
Muss ich das scannen oder kaputt machen? Ach, untersuchen. Oh, nur ein Zombie. Was für ein Spaß und so gefährlich. Klar. Such weiter. Wo kommt hier eigentlich die Musik her? Draußen? Ich glaube, da draußen wird schon wieder eine Pflanze gefangen. Apropos, wo ist eigentlich unsere Feuerpflanze? Hat die uns im Stich gelassen? Okay, das war wohl auch nicht der richtige Hinweis. Ach, das war ja klar. Der Baron heuert Rowdies an, die seine Ausbildung. Oh Gott. Aha. Zum ohne Schuhe Kino. Ja. Kommen wir jetzt wieder hier raus. Ah, sehr schön. Er hat die Tür aufgemacht. Hallöchen. Wer bist du denn? Bist du Rambo? Er macht sich erstmal ein Bandana um und holt sich einen Bogen, Alter. Ein Zombie-Rambo. Da ist der Baron wieder. Auf zu schießen! Und er ist weg. Die Lieferung ab. Ja, ich bin doch dabei. Was muss ich denn hier machen? Alle hier weg? Nein? Das sollte ich doch hinkriegen. Da hinten gibt es noch Geld. In your face. Und Erfolg freigeschaltet. Erzfeind. Ah, da oben ist schon wieder. Oh, 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 oh. Nein, nein. Lass das mal. Lass das mal. Ein Suizidbomber brauche ich jetzt wirklich nicht. Ja, sehr schön. Was ist denn jetzt mit den Zombies los? Kein Bock mehr? Nee, nicht schon wieder Fledermäuse. Wo bin ich denn jetzt? Ja, er hat mich weggeworfen. Ja, danke für die Info. Da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. So, oh, komm schon. Haut ab! Haut ab! Spreng den anderen in die Luft! Nicht mich! So, komm. Erstmal Fledermäuse weg. So, wo kommen die Gegner? Ah, wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh oh! Eieiei, das war doch knapp. Ich wette, gleich kommt einer von hinten, den kriege ich da nicht mit und der springt mich voll aus dem Leben. Eieieiei. So. Nächste Gurkentropper. Gut, dass die schon mit einem Treffer sterben. Oder zwei. Au. Hey, Geld! 1, 2, 2, 2, 2. Alles klar! Und auch das haben wir wieder mit Bravour gemeistert. Oh Gott! Wo bist du denn?
Alter Rambo, will's wissen? Oder was war das für einer? Ah, oh, jetzt war ich nicht schnell genug. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall zu der Lieferung wieder hin. Was ist das? Na, alle tot? Sehr schön. Au! Au, au, au. Oh, 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 der wird mich erwischen. Der wird mich erwischen. Oh. Und die Tacos scheinen anscheinend nicht zu heilen. Okay. Zu schön gewesen. Jetzt mal ein bisschen regenerieren. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Wollt ihr denn in der Familie? Habt ihr keine anderen Pflanzen, um die ihr euch kümmern könnt? Ja, gleich mal, ne? Ihm zeigen, dass er hier nichts zu sagen hat. Jetzt kommen die derben Beats. Oh, du gegen mich. Einzelkampf. Ja, oh, gerade so überlebt. Und ich bin down. Es geht auch um die Hose, Kollege. Jetzt ist Feierabend hier. Komm schon, sterb! Jawoll! Ich weiß nicht, wo da einer steht. Ich hau einfach mal da rein. Hier, was ist das? Baron bei Rock'n'Roll. Und damit haben wir das erste Teil für den Rasenmäher. 10.000 Münzen noch erhalten. Ah, da können wir uns doch das nächste Mal, wenn wir wieder in der Stadt sind, uns was Ordentliches kaufen. Vielleicht kriegen wir mal ein paar Skin-Teile für die Erbsenkanone. Ah, hier sind die Rasen. Oh nein! Das waren schon vorher drei. Ich habe nichts gemacht. Ja. Gut. Und die nächsten Teile holen wir dann, ich denke mal, in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Drückt den Gefällt mir-Button oder den Daumen nach unten. So wie es euch beliebt. Ja, aktiviert die Glocke und haut rein.